Moin Moin und hallo, liebe Lomo-Freunde. Ich sitze hier im Moment auf meinem Balkon. Ich hatte mir für heute vorgenommen, bei strahlendem Sonnenschein euch mitzunehmen in einen der schönsten Park Düsseldorfs und da ein paar ausdrucksstarke Farbbilder zu schießen. Aber da spielt das Wetter leider überhaupt nicht mit. Es regnet in einer Tour, der Himmel ist grau und da wäre es doch reine Verschwendung, bei so einem Wetter durch den Park zu streifen. Dann habe ich mir also überlegt, was kann ich stattdessen machen? Und dachte mir, es muss irgendwas Trostloses sein, wo ich vielleicht mit Schwarz-Weiß was rausholen kann. Also werde ich mich heute mal nach Düsseldorf-Garath begeben. Das ist einer der südlichsten Stadtteile Düsseldorfs und auch einer der jüngsten. Da sind so ziemlich alle Bausünden der letzten 50 Jahre eigentlich versammelt. Und von daher sollte das das richtige Ziel sein, um trostlose Schwarz-Weiß-Fotos zu machen. Naja, ich nehme euch mal mit und dann schauen wir uns das mal an. Interessanterweise war ich noch nie in Garath. Ich bin gebürtiger Düsseldorfer und habe bis auf 2 Jahre auch ständig hier gelebt. Ich war schon am südöstlichsten Punkt der Europäischen Union und was weiß ich nicht wo, aber in Düsseldorf-Garath war ich noch nicht. Also steht das heute auf dem Programm. Jetzt werde ich erstmal mein Täschchen packen und dann zeige ich euch mal, was ich mitnehme. Ja, da seht ihr den grauen Himmel. Da habe ich euch also nicht zu viel versprochen. Trostlos ist es schon mal. Mit an Bord sein wird heute zum einen die Smena Symbol aus dem bewährten Hause Lomo. Die kommt hauptsächlich mit, weil da nur noch ein paar Fotos auf dem Film sind und den möchte ich doch gerne endlich mal abgeben. Also ist es heute die Gelegenheit, den Film voll zu kriegen, natürlich stilecht mit der dazugehörigen Tasche mit dem Lomo Symbol vorne drauf. Ein Träumchen. Da drin ist ein Aqua Schwarz-Weiß-Film mit 100 ISO. Und dann kommt noch mit zum ersten Mal die Zertofot, heißt sie wahrscheinlich. Also so heißt sie schon. Ich weiß nur nicht, ob man sie auch wirklich so ausspricht. Ist knapp über 50 Jahre alt, das Ding. Ist natürlich günstig bei eBay erstanden, habe sie noch nie benutzt. Ich hoffe also, dass sie mich gleich nicht im Stich lassen wird. Ich kann aber für nichts garantieren. Auch da schöne Tasche dabei. Falls Dresdner zu gucken, die werden sich besonders an Dresdner Stadtwappen dort erfreuen. Und die werde ich bestücken mit diesem Film, 120er Rollfilm, Fomapan. Der macht mir ein bisschen Angst, denn das ist ein Tschernobyli-Negativ-Film. Tschernobyli verspricht andererseits ja strahlende Aufnahmen, also lassen wir uns mal überraschen. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Wir sehen uns in Garath wieder. So, jetzt bin ich in Garath angekommen. Wie gesagt, ganz junger Stadtteil, 50 Jahre alt. Und ursprünglich war hier wirklich nur plattes Land. Im Zuge der Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann aber der Wohnraum knapp in Düsseldorf und man hat sich überlegt, man müsste wohl mal eine Trabantenstadt anlegen. Da bot sich diese Gegend hier im Süden Düsseldorfs an. Für die Planung war maßgeblich verantwortlich ein Professor Tams, der sehr viel Unheil in ganz Düsseldorf angerichtet hat, das Konzept der autofreundlichen Stadt verfolgt hat und leider auch überall umgesetzt hat. In den Folgen knabbert Düsseldorf heute noch dran, beispielsweise die 4-spurige Schnellstraße, wo heute der Rheinufertunnel geht und die Rheinpromenade. Die war auch eine Idee von Herrn Professor Tams, der vor dem Krieg noch unter Speer in Berlin gearbeitet hat und aber ganz schnell dann doch wieder Fuß gefasst hat. Naja, jetzt mache ich mich mal auf den Weg und gucke, was er hier so verbrochen hat.
Im Hintergrund sieht man jetzt den S-Bahnhof Garath. Und da ist vor 27 Jahren, im Juni 1989, ein sehr prominenter Fahrgast ausgestiegen. Und zwar Michail Gorbatschow. Der kam ja aus Köln-Bonn und ist in Garath empfangen worden von Helmut Schmidt und Johannes Rau. Und von hier aus sind die dann weitergefahren zum Schloss Benrath. Da hat Gorbatschow sich ins Gästebuch der Landesregierung eingetragen. Und von da aus ging es dann weiter zum Düsseldorfer Flughafen. Da gibt es auch ein ganz interessantes Video zu auf YouTube. Wenn ich dran denke, verlinke ich das hier mal. So, das Wetter hat tatsächlich gehalten. Es war grau wie gewünscht, aber trocken. So soll es sein. Ich denke, ich habe ein paar ganz nette Motive gefunden. Jetzt hoffe ich mal, dass die Kameras ihren Dienst auch gut versehen haben und ein paar interessante Fotos dabei rauskommen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ihr habt es vermutlich bemerkt, es sind nur die Fotos von der Smena Symbol hier zu sehen gewesen. Die von der Certo Ford sind leider alle definitiv nichts geworden. Weiß nicht, ob ich da einen Fehler beim Film herausnehmen gemacht habe, könnte eventuell sein. Wie auch immer, die kann ich euch nicht zumuten. Das Einzige, was überhaupt belichtet wurde und entwickelt wurde, das spiele ich euch gleich nochmal ein, damit ihr das wenigstens mal gesehen habt. Hat auch seine gewissen abstrakten Reize. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt und begleitet mich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!